Ja, meine lieben Joslowitzer, liebe Freunde von Südmähren, und ich möchte an dieser Stelle auch alle Frauen und Männer ganz besonders herzlich grüßen, die für die alte Heimat brennen, die so wichtig sind, dass wir uns immer wieder treffen, dass wir zusammenkommen, dass es eben feste Feierlichkeiten gibt, dass die alte Heimat nicht vergessen ist. Euch, diesen Frauen und Männern, einen ganz, ihr brennt für die alte Heimat, einen ganz, ganz besonders herzlichen Gruß von dieser Stelle. Man könnte die Frage stellen, wir haben ja oben am Schatzberg schon ein Gedenken gefeiert für die Verstorbenen, für die Toten. Warum auch ein zweites Mal hier noch einmal am Friedhof? Ist das nicht eine Verdoppelung, eine Wiederholung? Nun, meine lieben Landsleute, ich glaube, dass es in unserer südmährischen Heimat Orte gegeben hat, die von ganz besonderer Bedeutung und Wichtigkeit waren. Das war die Kirche, das war das Kriegerdenkmal, das war der Friedhof. Und es hat immer wieder Anlässe gegeben, wo eben Menschen auf den Friedhof gegangen sind, um ihre Gräber zu pflegen. Und es war so wie fast eine Einheit, die hier ruhen, die gehören zu uns. Sie sind nicht vergessen. Und so war das von Lebenden und Toten eine wunderbare Einheit. Und darum war es notwendig und wichtig, dass wir uns auch hier am Friedhof von Joslowitz, und das hat eine Tradition, auch eingefunden haben. Der Friedhof, ich denke, es ist für viele von uns ein Ort des Gedenkens. Es ist ein Ort der Trauer, manches Mal auch ein Ort der Tränen, aber sicherlich auch ein Ort des Gebetes, des inneren Ergriffenseins. Und ich glaube, wir alle brauchen Augenblicke, Zeiten des inneren Ergriffenseins, weil das gehört zu unserem Menschsein und das erhält unser Menschsein, dieses innerliche Ergriffensein. Und so tauchen eben Gesichter auf von Verwandten, von Eltern, von Freunden, von Onkeln, Tanten, die uns im Leben viel, viel geschenkt haben, das wir oft gar nicht in Worte kleiden können. Aber es mag auch ein Ort sein, wo Fragen aufbrechen. Ist das alles, was von einem Leben bleibt? Ist vielleicht noch etwas da, was in uns weiterlebt, in unserer Einstellung, in unserer Haltung? Oder gibt es darüber hinaus noch etwas? Und das sind eben Fragen, die gerade zu diesen Augenblicken auftauchen können. Und ich möchte hier den Apostel Paulus zu Wort kommen lassen, der uns gerade in dieser Stunde, eben wo wir hier im Grab versammelt sind, Folgendes sagt. Schwestern und Brüder, wir wollen euch über die Verstorbenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wenn Jesus, und das ist unser Glaube, gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott durch Jesus auch die Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen. Tröstet also einander mit diesen Worten. Diesem Wort des Trostes ist nichts hinzuzufügen. Und so lade ich ein, dass wir ein Vater unser gemeinsam beten für alle unsere lieben Verstorbenen, die einen Platz in unserem Herzen haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, gib all unseren lieben Verstorbenen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in deinem Frieden. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.